Das iMOOCs-Logo, ein Smiley mit Brille. Farbige Würfel und der Schriftzug MECOMOOC. Ortrun Gröblinger, Universität Innsbruck. Herzlich willkommen beim MECOMOOC. In diesem Video informieren wir Sie über den Ablauf des MOOCs und liefern Ihnen Hintergrundmaterialien zur Entstehung. Einblendung verschiedener Szenen aus dem MECOMOOC. Wir sind die Menschen, die für die Konzeption des MOOCs zuständig sind. Ich heiße Ortrun Gröblinger. Ich leite die Abteilung Neue Medien und Lerntechnologien an der Universität Innsbruck. Ja, mein Name ist Martin Ebner. Ich bin der Leiter der Organisationseinheit Lehr- und Lehrtechnologien an der Technischen Universität Graz. Und ich lehre vor allem an der Universität unter anderem Technology Enhanced Learning und beschäftige mich daher auch mit digitalen Kompetenzen. Digitalen Kompetenzen für die Schule, für die Universitäten, überhaupt für die Gesellschaft. Mein Name ist Marli Schädler, ich bin an der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg im Bereich Mediendidaktik tätig. Ich heiße Thomas Schrofenegger und arbeite an der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg als Medienpädagoge. Mein Name ist Gerhard Brandhofer, ich plane, lehre und forsche an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich. Dabei sind die digitalen Kompetenzen der Lehrenden, der Schülerinnen und Schüler einer meiner Schwerpunkte. Mein Name ist Stefan Schmid, ich bin der Leiter der Virtuellen Pädagogischen Hochschule. Die VPH ist ein Bundeszentrum des Bildungsministeriums und wir sind dafür da, digital innovative Hochschulbildung in Österreichs pädagogischen Hochschulen zu etablieren. Hallo und herzlich willkommen an der Johannes Kepler Universität Linz. Mein Name ist Klaus Miesenberger. Ich bin Professor für Informatik am Institut für Informatik und beschäftige mich im Rahmen des Instituts Integriert Studieren seit ungefähr 25 Jahren mit dem Thema Technologien für Menschen mit Behinderungen und dabei auch mit der Thematik, wie man allgemein Software- und Websysteme heute barrierefrei gestaltet. Mein Name ist Elke Höfler. Ich bin Mediendidaktikerin. Ich bin Fachdidaktikerin für romanische Sprachen und ich lehre an der Universität Graz, an den Fachhochschulen im Burgenland, in Kärnten und bin auch an den pädagogischen Hochschulen in der Lehrenden-, Fort- und Weiterbildung tätig. Meine Forschungsschwerpunkte sind grundsätzlich alles, was mit Sprachdidaktik zu tun hat. Folgende Frage wird verschiedenen Interviewpartnerinnen gestellt. Aber wozu einen MOOC zum Thema Medienkompetenz in der Lehre? Theresa Neuertz, Schülerin. Man braucht im Alltag immer mehr Computers und verwendet es immer mehr. Deshalb finde ich, Kinder und Schüler sollten den Umgang mit so Geräten lernen. Hochschulprofessor Magister Dr. Norbert Kraker, Vizerektor der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich. Jeder Mensch hat das Grundrecht auf Bildung und daher auch ein Recht auf digitale Kompetenzen. Sophie Marie Schubert, Studentin. Einfach weil die Digitalisierung immer mehr voranschreitet und man dann auch später im Job viel damit zu tun haben wird. Magistra Inge Strobel, Zuchtriegel, MAS, MSC, Vizerektorin der Pädagogischen Hochschule Burgenland. Dass durch digitale Medien Innovation möglich wird, dass digitale Medien ein breiteres Spektrum ermöglichen und ein weiteres virtuelles Fenster aufmachen. Tim Mangold, Student. Ja, werden jeden Tag mit Medien konfrontiert und es ist sehr wichtig, diese zu beherrschen. Ingenieur Markus Villafer, Geschäftsführer Tiroler Bildungsservice. Sie sind eine Erweiterung der Methodenvielfalt. Sie ermöglichen auch eine zeitgemäße Darstellung bzw. Visualisierung von komplexen Unterrichtsinhalten. Birgit Pitscheider, MA, MSC, Institut für Organisation und Lernen, Universität Innsbruck. Wer soll denn das, wie sollen das die Schülerinnen und ja, lernen, wenn das die Lehrerinnen nicht können? Und es kann nicht sein, dass da nur eine Lehrperson dafür zuständig ist, sondern das muss wirklich, damit das greift, muss das eben ein umfassender Ansatz sein, der von allen getragen wird. Die Titel der 6 Module werden eingeblendet. Einführung, Medieninformatik, Mediendidaktik, Medienrecht, Medienwirkung und Mediennutzung. Ortrun Gröblinger, Universität Innsbruck. Der MECOMOOC besteht aus 6 Modulen.
Die Module sind in sich geschlossen und können auch einzeln absolviert werden. Teilweise bauen die Module aufeinander auf, weshalb wir empfehlen, sie in der vorgeschlagenen Reihenfolge zu absolvieren. Im Prinzip sind alle 6 Einheiten gleich strukturiert. Sie beginnen mit kurzen Videos. In den Videos werden die zentralen Inhalte der Module präsentiert. Außerdem gibt es für jede Einheit Zusatzmaterialien, deren Inhalte wir Ihnen nahelegen. Wer sich für die jeweiligen Themen näher interessiert, findet auch noch weitere Ressourcen. Am Ende jeder Einheit können Sie Ihr neu erworbenes Wissen in einem Selbsttest überprüfen. Diese Tests können Sie mehrmals wiederholen und Sie bekommen auch Hinweise auf die richtigen und falschen Antworten. Wer eine Kursbestätigung für den MECOMOOC möchte, muss alle Tests erfolgreich abschließen. Das heißt, jeweils mindestens 75% richtig haben. Das ist aufgrund der Wiederholungsmöglichkeiten und des Feedbacks erfahrungsgemäß nicht so schwierig. Im Anschluss finden Sie eine Präsentation mit einem Überblick zu allen Modulen, den Inhalten und Lernzielen. Wir wünschen Ihnen nun viel Erfolg mit dem MECOMOOC. Der Nachspann mit Quellenangaben und Produktionsdetails wird eingeblendet. Informationen dazu sind im Transkript detailliert aufgelistet.